Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es mag, lieber Vincent Kokert, ja durchaus im Spektrum der Weihnachtswünsche der CDU-Fraktion sein, dass wir uns mit unseren Änderungsanträgen darauf ausrichten, sie in den Bereichen zu stellen, in denen Sie sich das gerne wünschen. Aber den Gefallen werden wir Ihnen nicht tun und wir werden Ihnen diesen Gefallen schon gar nicht in einem Bereich tun, den haben Sie angesprochen, nämlich im Bereich des Justizministeriums. Und da scheint die Kommunikation bei Ihnen, nicht so ganz zu funktionieren, indem wir sehr deutlich, genauso wie die Fraktion Die Linke, zum Ausdruck gebracht haben, dieser Haushalt ist geprägt durch die Justizreform. Man macht es vor dem Hintergrund der intensiven Auseinandersetzung, die wir dazu geführt haben, überhaupt keinen Sinn, zu Einzelaspekten Änderungsanträge zu stellen. Ich komme gleich nochmal zur Fortführung dieser billigen Argumentation, wie Sie behaupten, sondern die Justizreform wird von unserer Seite einfach und zwar mit gutem Grund im Bausch und Bogen abgelehnt. Und wenn es Ihnen nicht ausreicht, dass die Bündnisgrüne Fraktion übrigens keinen einzigen Antrag, das ist schlicht und ergreifend eine falsche Behauptung, keinen einzigen Antrag, den wir hier vorgelegt haben, haben wir nicht vorher mindestens im Finanzausschuss vorgelegt. Wenn es Ihnen nicht ausreicht an der Stelle, wenn wir über 60 Änderungsanträge Ihnen vorlegen, und das meine ich jetzt sehr ernst, und das auf eine Art und Weise tun, die die Beschlussfassung in diesem Parlament, in diesem Landtag erleichtert, indem wir nicht hergehen und jede Einzelposition einzeln aufführen und in einen Einzelantrag münden lassen, sondern tatsächlich für die einzelnen Bereiche bündeln, dann ist das etwas, wo ich sage, das empfinde ich nicht als fair von Ihrer Seite. Wir haben versucht, mit dem Vorgehen, was wir gewählt haben, dem Parlament und auch den Mehrheitsfraktionen die Befassung einfach zu machen. Einfach zu machen, was die Form angeht, lieber Vincent Kokert, nicht was den Inhalt angeht. So. Ich will eine zweite Eingangsbemerkung machen. Die zweite Eingangsbemerkung orientiert auf das Fördergesetz. Es ist relativ billig, hierher zu gehen und zu sagen, naja, sei geradezu generös, dass die Landesregierung bei derartig weitreichenden Entscheidungen jetzt die Opposition einbinden will. Und dann gleichzeitig herzugehen und zu sagen, wir schaffen dann ein Gesetz, was Öffentlichkeit nicht möglich macht. Wir schaffen ein Gesetz, wo wir den größten Teil des Landtages ausblenden und wir muten 11 Mitgliedern eines Ausschusses zu, eine derartig weitreichende Entscheidung zu treffen und verkaufen das auch noch als Einbeziehung und Transparenz. Da müssen Sie sich nicht wundern, dass das die Opposition für kein geeignetes Verfahren hält und das an dieser Stelle nicht mitmachen wird. Deshalb werden wir diesem Gesetz auch nicht zustimmen. Aber und das hat übrigens, ich glaube, Herr Müller hat das gesagt, nichts mit Drücken vor der Verantwortung zu tun. Ich weiß nicht, wer das, oder Herr Gundlach hat das gerade gesagt, sondern... Ja, hätte auch von Ihnen sein können, sondern dann hätten Sie einen Schritt machen müssen, so wie wir das auch vorgeschlagen haben, gesagt, der Landtag ist das öffentliche Gremium, was das verantwortlich befassen kann. Und hier werden wir keinen Parlamentarier ausschließen, indem wir es in einen nicht öffentlich tagenden Ausschuss hineinschieben. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Haushalt, der jetzt vorliegt, lohnt es sich, glaube ich, Herr Holter hat das auch schon ansatzweise getan, ich will den Versuch machen, das ein bisschen konkreter, dezidierter zu machen, auch einmal zurückzublicken und ich habe mir in dem Zusammenhang einmal die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vor 2 Jahren zur Hand genommen und mir einmal angeschaut, was ist denn damals verkündet worden an Zielsetzungen, was sind die Leitplanken, von denen Vincent Kokert hier gerade sprach. Und ich will an einigen Beispielen deutlich machen, dass sie noch weit entfernt sind, auch mit diesem Haushaltsplan, noch weit davon entfernt sind, das zu realisieren, was Sie seinerzeit angekündigt haben. Ministerpräsident Sellering hat vor 2 Jahren im Bereich Bildungspolitik angekündigt, ich zitiere, bei den Schulen setze die Landesregierung auf bessere Organisation und, ich will das vermerken, mehr Dialog.
Es gebe in den kommenden 5 Jahren eine Vielzahl von wichtigen Aufgaben im Schulbereich, die die Umsetzung der selbstbeständigen Schule und Stärkung des Lehrerberufs, und Zitat weiter, um in diesen, und das muss man sich in der Tat mal auf der Zunge zergehen lassen, um in diesen wichtigen Fragen zu guten und breit getragenen Lösungen zu kommen, müssen wir Lehrer und Eltern beteiligen, ihnen die Möglichkeit geben, ihre Überlegungen einzubringen und ihre Ideen beizusteuern. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, vielleicht hat Ihr Bildungsminister dieses Projekt des Zuhörens und des Einbeziehens und des Ernstnehmens ja noch nicht begonnen, und es ist ein Vorhaben für den zweiten Teil der Legislaturperiode. Aber selbst das würde nicht begründen, warum sich der Bildungsminister in den Schulen aufführt wie ein Elefant im Porzellanladen und eine Politik betreibt, die in den Schulen nur noch auf resignatives Unverständnis stößt. So ist nämlich die Realität. Wenn Sie Lehrer, wenn Sie Schüler fragen, dann gibt es keinerlei Verständnis für das Vorgehen der Landesregierung. Und ich werde Ihnen auch gleich ansatzweise erklären, woran das liegt. Es gibt keinerlei Verständnis dafür, dass vor allem die SPD den Schulen in freier Trägerschaft die Finanzmittel zusammenstreicht. Das hat die CDU mühsam korrigieren können, aber nicht in dem Ausmaß, in dem das erforderlich gewesen wäre, um auf dem Niveau zu bleiben, was wir bisher hatten. Es gibt keinerlei Verständnis dafür, dass am Anfang als so wichtige Inklusionsprojekte, da gehe ich sehr gerne nochmal auf meine Unterschrift ein, das so wichtige Inklusionsprojekt auf die lange Bank zu schieben und nicht weiter zu verfolgen, denn dann hätte man die Ansätze in diesen Haushalt hineinbringen können. Wo waren denn die Diskussionen, die Sie hätten führen können, zu der Frage, wie kriegen wir das denn gemeinsam voran? Und es wird mit Unverständnis betrachtet, dass eine... das ist nicht die Botschaft des Tages, aber die Landesregierung und die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion müssen mal erklären, wie sie angesichts der fehlenden Ansätze im Haushalt Inklusion denn in den nächsten Jahren betreiben können. Sie kommen zu der Erkenntnis, sie können es einfach nicht und ziehen sich auf den Inklusionsfrieden zurück und realisieren nicht das, was sie lauthals vor 2 Jahren angekündigt haben. Und es gibt kein Verständnis dafür, dass Sie mit der Form Ihrer Verbeamtungspolitik das, wie ich finde, sehr berechtigte Gefühl von Benachteiligung und Ungerechtigkeit in die Lehrerzimmer tragen. Und dies alles erfolgt eben ohne die vom Ministerpräsidenten seinerzeit angekündigte Beteiligung von Lehrern und Eltern. Lehrer und Eltern haben eben nicht die Möglichkeit, ihre Überlegungen einzubringen und ihre Ideen beizusteuern. Nehmen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, einfach zur Kenntnis. Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich in diesem Land nicht beteiligt, nicht ernst genommen, nicht berücksichtigt. Also es ist genau das Gegenteil von dem eingetreten, was die Landesregierung vor 2 Jahren angekündigt hat. Aber nicht genug damit. Der Bildungsminister ist ja schon unterwegs zum nächsten Tatort, den Hochschulen. Ministerpräsident Sellering hat dazu übrigens vor 2 Jahren erklärt, ich zitiere wieder aus der Regierungserklärung, im Wettbewerb um junge Menschen setzen wir besonders auf unsere Hochschulen, die immer attraktiver und beliebter werden. Zitat Ende. Ich finde in der Tat interessant, wie der Bildungsminister diese Forderung des "Wir setzen auf unsere Hochschulen" derzeit umsetzt. Eine interessante Interpretation dieser Forderung. Es dürfte republikweit wahrlich einzigartig sein, die unterschiedlichen Berechnungen zum zentralen Gegenstand der Hochschulpolitik zu machen. Und dies ist eine Politik, die ich nur noch für fragwürdig halte. Mit einer konstruktiven Politik des Zuhörens, des Ernstnehmens, mit einer Politik der Achtung und Beachtung und des Einbeziehens hat dies, sehr geehrte Damen und Herren, wahrlich nichts mehr zu tun. Was auf der Strecke bleibt, das ist der Mut zu einer gestaltenden und innovativen Bildungs- und Hochschulpolitik, einer Schulpolitik, die reformpädagogisch ausgerichtet ist und Integration gewährleistet. Einer Politik, die Schüler und Lehrer und Eltern authentisch ernst nimmt und einer Hochschulpolitik, die die Chancen jetzt nutzt, junge, qualifizierte Menschen an Mecklenburg-Vorpommern zu binden, unser Land und ihre Hochschulen für diese Menschen attraktiv zu machen und damit Zukunftspotenziale zu nutzen. Unser Land attraktiv gestalten, dazu bedarf es aber auch
gerade in einem so dünn besiedelten Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, der öffentlichen Mobilität. Auch hier müssten innovative Wege bestritten werden. Ministerpräsident Sellering hat dazu vor 2 Jahren eben in jeder Regierungserklärung ausgeführt, und auch hier zitiere ich wieder: Es geht vor allem darum, in den Bereichen des ländlichen Raums, in denen die Bevölkerungszahl zum Teil dramatisch zurückgeht, dennoch alle notwendigen Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzubieten. Und dazu müssen beispielsweise neue Formen des öffentlichen Nahverkehrs entwickelt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht hat auch das Infrastrukturministerium noch nicht angefangen, diese Forderungen des Ministerpräsidenten umzusetzen, oder sie falsch verstanden. Dem Haushaltsentwurf ist aber auch nicht zu entnehmen, dass sich dies in den nächsten 2 Jahren ändern wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Landesregierung auch hier falsche Prioritäten setzt und von den Ankündigungen des Ministerpräsidenten nichts übrig bleibt. Anders ist nicht zu erklären, Herr Gundlach, dass in den vergangenen Jahren Millionenbeträge in den defizitären Flughafen Rostock-Lage und in zahlreiche Regionalflughäfen gesteckt wurden, während das Bahnangebot zusammengestrichen wird. Wir haben ja durchaus Vorschläge dazu gemacht, wie man mit diesem Projekt umgehen kann. Das haben wir auch öffentlich übrigens gemacht. Insofern tun Sie nicht so überrascht zu der Frage der Position, die ich hier vertrete. Jetzt im Moment soll eine Beteiligung am Rostocker Flughafen geprüft werden. Gleichzeitig, und auch das ist die Wahrheit, Sie hätten gestern gerne mal bei der Demonstration dabei sein können, gleichzeitig koppeln Sie ganze Regionen im Süden von der Schiene ab. Die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Bahnangebots genügen aber eben nicht mehr einem ausreichenden Angebot, wenn Sie diese Streichpolitik fortsetzen, und genau das ist ja angekündigt. Sehr geehrte, ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs, Herr Lisko, wie Sie wissen, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie setzen auch hier die falschen Prioritäten. Das Ergebnis dieser Politik ist eine besondere Art der Bürgerbeteiligung, könnte ja vielleicht ein innovatives Modell sein, denn nahezu im Wochenrhythmus stehen die Bürgerinnen und Bürger nämlich vor dem Landtag, um ihren Protest gegen die Politik der Landesregierung Ausdruck zu geben. Seien es, so wie am gestrigen Tag, die Proteste zur Streichung der Südbahn, vor kurzem die Demonstrationen der Hochschulen und der Studierenden, unlängst die Demonstrationen der freien Schulen, die Demonstrationen der Richterinnen und Richter und der Anwälte und der Berufsbetreuerinnen und Betreuer oder die über Wochen andauernden Proteste der Theater- und Orchestermitarbeiter. Ich muss da noch nicht mal auf die Demonstration von Herrn Förster im Arbeitsauszug zurückkommen, um hier eine lange Liste aufzuführen. Ich könnte das weiter fortsetzen. Die Politik der Landesregierung provoziert offensichtlich immer wieder Proteste und Demonstrationen. Und vielleicht ist das ja eine innovative Umsetzung der Absichtserklärung, die Ministerpräsident Sellering vor 2 Jahren formuliert hat. Erneutes Zitat: Wir wollen den Dialog mit allen, die unser Land voranbringen. Anführungszeichen Ende. Voraussetzung zum Dialog, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Bereitschaft zur Kommunikation. Kommunizieren kann ich aber nur, wenn ich mich auch den Gesprächen stelle. Genau dies tun Sie jedoch nicht. Sie verweigern sich dem Dialog. Och, ich kann mich sehr gut erinnern, da kam gerade die Anmerkung, das tun wir sehr wohl. Gestern habe ich niemanden gesehen. Ich kann mich sehr gut erinnern an die große Demonstration zur Gerichtsstrukturreform, wo Sie aufgefordert waren, das Wort zu ergreifen. Ich habe niemanden gesehen von der Landesregierung oder von den Mehrheitsfraktionen, die die Position dort auf dem Podium vertreten haben. Ich stand mit Herrn Holter und war die ganze Zeit ganz. Vielleicht haben Sie stillschweigende Telefonate geführt, wie auch immer, aber zu sehen waren Sie nicht, weil Sie, das ist meine Einschätzung, schlicht und ergreifend nicht das Kreuz hatten, das zu tun. Sie verweigern sich dem Dialog mit den engagierten Menschen, die regelmäßig gegen ihre Politik protestieren. Und sie verweigern sich auch dem öffentlichen Dialog, wenn es um so wichtige Dinge geht wie um die Werftenförderung, weil sie es nämlich nicht öffentlich machen. Dabei, sehr geehrte Damen und Herren, hätten Sie ganz einfach die Möglichkeit, mehr Beteiligung an den demokratischen Prozessen zuzulassen. Sie reden aber nur davon, sie tun es aber nicht. Unsere Vorstöße zur Erleichterung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an demokratischen Entscheidungsprozessen
wird von ihnen vielmehr blockiert oder, wenn man es freundlicher formulieren will, ausgesessen. Unser Gesetzesentwurf zur Senkung der Quoren bei den Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden dümpelt seit anderthalb Jahren in den Gremien, wird immer wieder auf die lange Bank geschoben. Beim Gesetzentwurf zur Herabsetzung des Wahlalters auf 16 verhält es sich ähnlich. Da hilft übrigens auch nicht, wenn die Vertreterinnen und Vertreter der CDU auf Veranstaltungen wie etwa Jugend im Landtag vorgeben, sich mit dieser für viele engagierte junge Menschen so wichtigen Entscheidung intensiv auseinanderzusetzen, wo letztendlich doch jeder weiß, dass die CDU-Fraktion die Herabsetzung des Wahlalters klar ablehnt. Herr Lenz hat gebeten, nochmal zu vertagen in der letzten Fachausschusssitzung. Einen Tag später lese ich vom rechtspolitischen Sprecher, wir sind längst festgelegt, unsere Position wackelt an der Stelle nicht. Wir lehnen das Wahlalter mit 16 ab. Sie vergeben damit schlicht und ergreifend, Herr Renz, eine weitere Chance, jungen, engagierten Menschen die Möglichkeit zur Beteiligung und zur Mitwirkung zu geben. Auch dies könnte unser Land für junge Menschen attraktiver machen, wäre aber vor allem ein Beitrag zu mehr demokratischer Teilhabe. Sehr geehrte Damen und Herren, der Ministerpräsident hat seine Regierungserklärung vor 2 Jahren unter die Überschrift gestellt, Zukunft aus eigener Kraft. Das ist ein Ziel, welches wir hier in Mecklenburg-Vorpommern nur dann erreichen werden, wenn wir den Mut aufbringen, mehr demokratische Teilhabe zuzulassen. Von ganz besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung in unseren Landkreisen, in unseren Städten, in den Gemeinden, denn diese sind die Keimzellen der Demokratie, das haben mal Abgeordnete aus Ihren Reihen gesagt, ich halte das für richtig, und der demokratischen Teilhabe. Es wird uns aber nicht gelingen, Menschen dazu zu gewinnen, auf der kommunalen Ebene mitzugestalten, wenn wir eben diesen Kreisen, Städten und Gemeinden nicht die Möglichkeit zur Mitgestaltung geben. Und Herr Müller, ich habe ja vorhin mit Interesse die Debatte zum FAG verfolgt, die Situation vor Ort sieht schlicht und ergreifend anders aus. Die Kommunen fühlen sich alleingelassen. Es macht keinen Spaß, sich permanent mit Haushaltskonsolidierungskonzepten auseinanderzusetzen und gleichzeitig zu sehen, wie das Land den Haushalt saniert. Da gibt es eine Gesamtverantwortung für die finanziellen Spielräume, die auf kommunaler und auf Landesebene zu schaffen ist. Sie fahren derzeit aber eben einen Kurs, der darauf zielt, die Kommunen kaputt zu sparen. Die prognostizierten Einsparungen nach der Kreisgebietsreform bleiben bis heute aus. Es ist eher Regel, denn die Ausnahme, dass sich die städtischen Zentren mit Haushaltskonsolidierungskonzepten beschäftigen müssen. So, meine Damen und Herren, sieht keine verantwortliche Politik auf kommunaler Ebene aus. Und wenn ich mir jetzt die Situation anschaue, wie das mit den Theatern und Orchestern läuft, da fahren Sie eine Politik, in der Sie die Träger, die kommunalen Träger der Theater und Orchester schlicht und ergreifend erpressen, sogenannte Letter of Intent gezeichnet werden müssen. Wenn die nicht gezeichnet werden, dann drohen Kürzungen. Auch das ist keine Politik der Einbeziehung, des Dialogs und der demokratischen Kultur. Ich finde, das müssen Sie dringend korrigieren. Dieser Haushalt weist nicht den Weg, dass Sie dies korrigieren wollen. Wir werden diesem Haushalt daher unsere Zustimmung verweigern. Herzlichen Dank.